Hallo, liebe Sichtbarkeitsfreunde. Heute geht es darum, wie ich bei YouTube für mich meine Keywörter suche. Und das möchte ich dir heute in diesem Video zeigen. Mein Name ist Gabriele Lüger. Ich bin Online-Business-Marketerin und ich helfe Selbstständigen und die, die es werden wollen, dabei, sich ein eigenes Online-Business aufzubauen. Und zwar spezialisiert auf Videomarketing, Newsletter-Marketing und Online-Kurse erstellen. So, und jetzt geht es darum, wie kannst du es schaffen, dass deine Videos mehr geklickt werden auf YouTube? Und da ist es ganz wichtig, dass du eine Möglichkeit hast, Keywörter für dich zu finden, die für deinen Kanal genau die richtigen sind. So, und da möchte ich dir jetzt ein Tool zeigen, mit dem ich arbeite, und dazu gehen wir auf meinen Screen. So, und hier geht es um das Tool TubeBuddy. Den Link, den gibt es dann natürlich auch wieder in der Infobox und oben im i. Aber jetzt möchte ich dir das einmal kurz zeigen. Also, so sieht das hier dann nachher aus, wenn du es geöffnet hast. Wenn du TubeBuddy installiert hast, das ist dann jetzt dein YouTube-Einstiegsbild, dann hast du hier oben rechts so ein kleines Icon. Und wenn du da draufklickst, dann hast du hier die Möglichkeit, Keyword Explorer auszuwählen. Und genau das machen wir jetzt einmal. Und dann kommt dieses Bild. Und das Spannende hierbei ist nämlich, dass wenn du jetzt deine Keywörter suchst, zum Beispiel geben wir hier jetzt mal ein Meditation Erwachsene als Beispiel, dann dauert das ein bisschen, weil der schaut, wie dein, wie dein Kanal aussieht. Und hier zum Beispiel für Meditation Erwachsene bei meinem Kanal wäre das hier schon fair. Das ist in Ordnung. Und zwar aus dem Grund, es gibt nur ein relativ geringes Suchvolumen, aber hier bei dem, das hier ist der Wettbewerb und hier bei der Optimierungsstärke, da könnte man was machen. So, und wenn ich jetzt sage, ich würde gern in Richtung Meditation gehen, dann könnte ich hier auf Aktionen gehen und mir das hier schon in meiner Tagliste speichern. Wie lege ich hier so Listen an? Da gehe ich hier auf Aktion, Action und dann hier auf New List und kann dann hier eine neue Liste anlegen. Drücke dann auf OK und dann ist die Liste angelegt. So. Was passiert jetzt noch, wenn ich jetzt hier nur Meditation eingeben würde und würde auf Explore gehen? Das ist nämlich jetzt hier der spannende Part. Dann bekommst du hier rechts noch mögliche Keywörter, die du auch ausprobieren kannst. Zum Beispiel hier Meditation Guide. Wenn du da jetzt drauf gehst, dann rechnet der dir auch wieder aus, wie das dann aussehen würde. Und er zeigt dir hier dann auch sogar an, wie würde das dann hier auf der Seite angezeigt werden und zeigt dir dann auch Top Ranking in Search und wie viele mir schon gehört. Ich habe mich noch gar nicht um das Thema Meditation gekümmert. Das mache ich jetzt nur hier einmal für dieses Video. Und wichtig ist, dass du es schaffst, hier danach ein Wort zu finden, das gut funktioniert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier sagen, geführte Meditationen, dann ist das hier schon erheblich besser, nämlich fair. Und dann kann man hier dann weiter testen, wenn ich jetzt zum Beispiel für Anfänger dann suche. Das ist zum Beispiel dann schon wieder nicht so gut. Da wird zum Beispiel nicht so oft nachgesucht. Und genau so gehst du dann am besten vor, wenn du rausfinden willst, mit welchen Keywörtern und auch mit welchen Tags du deine YouTube-Videos am besten verschlagwortest, damit das dann nachher gut funktioniert und möglichst viele Leute deine Videos dann auch finden. Das ist nämlich so, so wichtig. Ansonsten wirst du irgendwann den Spaß an deinem YouTube-Kanal verlieren. Das ist die Sache, wie ich mit TubeBuddy, den Link wie gesagt unten in der Infobox, Keywörter finde. Der große Riesenvorteil ist hier, dass du direkt weißt,
ob du überhaupt eine Chance hast, mit diesem Keyword zu ranken. Und das würde ich dir empfehlen, mach das am besten schon, bevor du überhaupt das Video drehst. Also als allererstes hier diese Keyword-Recherche, das ist noch, bevor du dein Video überhaupt drehst. Und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall, nutze TubeBuddy, weil du da auch wirklich erkennst, hast du eine Chance mit deinem Keyword, was du dir ausgesucht hast, für deinen Kanal, für deine Kanalstärke dann auch zu ranken. Und je stärker dein Kanal wird, desto mehr Keywörter helfen dir dabei dann auch und zeigen, nein, je größer und stärker dein Kanal wird, je häufiger er dann auch angeschaut wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch andere Keywörter dann nachher nutzen kannst und auch für die gut ranken wirst. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt ein bisschen weitergeholfen, wie du es schaffst, Keywörter auf YouTube zu finden. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Und wenn dich die Themen Sichtbarkeit steigern, Newsletter-Marketing, Online-Business kreieren und auch Online-Kurse erstellen interessiert, dann kannst du hier vorne meinen Sichtbarkeitsclub abonnieren, ganz kostenlos. Hier kriegst du weitere Videos zu den Themen und hier unten kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und lass mir doch einfach ein Like da. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Bis dann. Tschüss.